die schönste Frau von Alice. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, alles gut, würde ich behaupten. Ja. Ich weiß nicht, bin jetzt quasi ja wieder mal auf Arbeit, wie immer. Sonst? Wegen Tee kochen. Ja. Oder hast du was anderes vor? Nee, das haben wir doch gestern abgemacht, oder nicht? Ja, eben, deswegen. Ich weiß ja nicht, ob es. Naja, kann ja sein, dass du eine Nachricht bekommen hast, dass irgendwas dringender ist, wie ich mit meinem Tee. Nee. Ja, hätte ja sein können. Ja, hätte ja sein also, können. Also, wollen wir uns bei mir treffen, oder soll ich dich. Aber ich bin mit dem Bike da. Ich würde sagen, wir treffen uns bei dir. Okay, dann gehe ich jetzt mal in Pause, weil 19 Uhr muss ich ja die Schulung noch halten. Ja. Ja, wir treffen uns bei mir jetzt. Okay, ich gehe jetzt in Pause. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Bye bye. So. Das fand ich gerade cool.
So. Huch. Warte, mach ich ein Jasi. Ricks Infoleitstelle, nicht Infoleitstelle, ist Leitstelle. Hallo, danke für deinen Lurk. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo? Ah, wow, okay. Schick, schick. Danke. Bitte. War gerade erschrocken, dass du eine lange Hose trägst bei den Temperaturen. Weil ich gerade mit dem Bike unterwegs war. Ah, ja, okay. Weil muss erst mal meine Versicherung anschreiben, die sich ein bisschen um die Autos kümmert, weißt du? Okay, ja. Ja gut, ich bin da bei Bikefahren kein Vorbild. Ja, das Bike ist ja ganz, und die Autos waren ein bisschen Ja, leider. aber du trägst eine lange Hose, wenn du Bike fährst. Ich, ja. Ach Hallo, so, was ich muss sie kommt? abschließen. Warte Das wäre ganz gut. mal. Okay. Erzähl, gut geschlafen? Ja, wie immer würde ich sagen. Und du? Was? Und du? Warte. Hi! Hallöchen! Na, du schon, Ich du wollte schon. mal. Oh. Also du Du schon schon, was? wach? Was, Ach, duschen? du schon. Ja, duschen, duschen. Ja, du, geh mal duschen. Genau. Ich wollte nur mal hören, ob du zufällig im Dienst bist. Nee, gerade noch nicht. Ach, ist Hab ja gerade, unglaublich. ja, ich habe gerade erstmal noch was anderes zu tun. Aber dann komme ich in den Dienst. Ach so. Ja, weil ich wollte mich jetzt mal auf den Weg machen und mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt so. Aber ich werde da einfach mal hingehen. Ich werde mal hinlatschen und mal hören. Ja. Verprügel ich mich irgendwo hin und lese noch ein bisschen was. Ja, zum Beispiel. Also, ne, da bist du nicht eingeschränkt. Du kannst machen und lassen, was du willst. Ja, das kann ich ja noch nicht, weil ich gar nicht weiß, was ich machen kann und was ich will. Deshalb brauche ich noch irgendjemanden. Ich bin noch ein Entchen. Ich muss hinter irgendjemandem Ein herrennen. Entchen? Nein, du bist ein Gürkchen. Nein, Ah, man hat uns nein. gestern als Enten Nein, du Familie bist ein bezeichnet. Gürkchen. Wir waren fünf Entchen und sind immer hinter der Entenmutti her. Nein, Gürkchen. Gürkchen? Ich war Ein doch immer ein Gürkchen. Nein, Möhrchen. Ich war doch immer nein. das junge Gemüse. Nein. Gürkchen? Okay, Gürkchen. dann bin ich auch ein Gürkchen. Gut. Naja, jetzt hole ich mir mal was aus dem Kühlschrank, dann schreibe ich Aiden und dann Aiden fängt heute wahrscheinlich wieder bei Smart Key an. Oh, okay. Hä? Aber er ist doch. Hä? Ja, dass er halt, wenn er mal da ist, dann auch arbeiten kann. Also der regelt das heute alles mit Kim. Ach so, okay, dass er wenigstens ein bisschen was verdienen kann, wenn er will. Genau. Okay. Das heißt, du gehst jetzt in Dienst, ja? Also jetzt gleich so. Ich fahre jetzt ins MD und dann gehe ich mal in den Dienst. Hast du die Tiefgarage mittlerweile gefunden?
Ja, natürlich, da habe ich gestern schon geparkt. Entschuldigung, ja, sehr gut. Mhm. Ich wollte dich nur fragen. Ja, das ist sehr nett von dir, habe ich tatsächlich gefunden. Das ist gut. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nachher, ja? Ja. Idoki. Bis dann. Bye bye. Tschüss. Ist gut? Ja. Arizona im Dienst, oder was? Gleich. Das kleine grüne Gürkchen. Die hat gesagt, sie ist ein Entchen. Und dann hat sie von Möhren geredet. Tier ich nicht. Hm. Soll ich das hier draufstellen, oder? Okay, du hast es auf jeden Fall schon mal hier. Das ist gut. Ist jetzt die Frage... das Wasser? Ich habe noch Wasser da. Klar. Aber warum hast du 11 Teeblätter? Weil mir wurde mal eins zugesteckt, aber dann habe ich es probiert und es ging nicht. Ja, mit einem ist schwierig. Hast du denn jetzt einen Wasserkocher hier irgendwo? Hast du mal in die Schränke geguckt da oben? Da oben? Ich habe jetzt hier einen Topf ich habe hier so einen Topf draufgestellt. Ja, okay. Das, geht das nicht? Doch. Ich dachte nur, vielleicht hättest du einen. Ich weiß ja nicht, ob man mit dem Ding hier auch brühen kann. Keine Ahnung. Weil das ist ja nur eine Kaffeemaschine. Also Hi, wie geht's dir? Wir können auch beim Topf bleiben. So eine Hightech-Kaffeemaschine habe ich nicht, Entschuldigung. Nicht? Nee. Okay, aber wir machen das jetzt so. Schön, wie viel Kaffee du hier stehen hast. Den habe ich vorgekocht, den habe ich in die Mikrowelle und dann trinke ich den. Und was, also den Cappuccino-Karamell, den hast du aber gekauft. Ja, den habe ich gekauft, ja. Und nicht getrunken? Du kannst den gerne trinken, mein Engelchen. Nein, alles gut. Wieso? Weil, du trinkst wohl gerne, oder was, Cappuccino-Karamell? Der ist sehr lecker, aber er fällt ein bisschen aus der Reihe hier gerade. Das war eigentlich nur die Intention. Dachte, ich schmuggel den einfach mal hier mit dir runter, aber naja, gut. Ja, ist leider sehr auffällig. Okay, ich würde sagen. Gut. Entschuldigung. Ich warte nur drauf, bis es mal wieder geht. Nein. Mann. Nein, also du, ich habe dir jetzt hier, ne? Hier steht eine Wasserflasche. Da kippst du das Wasser in den Topf. Musst es erstmal aufwärmen. Eine. Und ja, ein Liter im Grunde. Also, ja, was heißt ein Liter? Ja, eine Flasche. Das sind ja drei. Ist das so viel? Nein, es kommt zwei Tassen raus. Also es ist ein halber Liter im Grunde. Ah. Ist ja nur kleine Flaschen. Ja, so, also eine kleine Flasche. Genau, ja, die tust du da rein. Und dann, beziehungsweise, du kippst das über die Teeblätter oder nee, du kannst die Teeblätter auch einfach mit rein. Kipp die Teeblätter einfach mit rein. Die filtern wir nachher raus. Du hast doch ein Sieb, oder? Ich habe ein Sieb. Okay, gut. Hoffe ich doch. Okay. Wie viel jetzt? Wie viele Teeblätter? Ich habe dir die da hingelegt. Wo? Siehst du das? Ach so. Nicht? Ach so. Ah. Zwei Blätterchen. Also zwei so eine. Zwei, die haue ich in den Topf und da mache ich das Wasser drüber und das erwärme. Genau, genau, das packst du alles einmal in den Topf. Dann musst du das einmal warm machen, dass es ein bisschen durchzieht. Oha! Genau, und dann kippst du das halt nachher durch dieses Sieb in deine Tässchen ab. Mhm. Ja, cool. Und das war eigentlich das ganze Hexenwerk. Ja, das hättest du mir schon viel. Da hätte ich immer einen Tee für dich da. Alles gut. Aber man kann den ja auch frisch kochen. Ja, kann man. Man kann ihn natürlich aber auch kalt stellen. So als Eistee. Okay. Schmeckt auch sehr gut. Boah, ja, da kriegt man gleich wieder mit, wer hier eine Küchenleitung ist. Das ist schon wieder alles vorbereitet hier. Das ist was so. Boah. Ich kann ja nicht bis 2 und bis 1 zählen. Nee, ist in Ordnung. Hallo, das habe ich nicht gesagt. Das, ich weiß, du hast das ganz lieb gemeint. Entschuldigung. Nein, um Gottes Willen. Bin ziemlich irgendwie sonst alles gut. Ja, bei mir ist auch alles Paletti. So,
Heißt, du bist jetzt Meister im Tee kochen? Jetzt kriegst du Tee ohne Ende, das wirst du, gell? Oh Mann, ich muss tatsächlich gleich auch nochmal eben zum 24-7 oder so. Wegen? Tee? Nein. Also unter anderem 20 Getränken. So, ja. Aber sonst, wie war dein Tag bisher? Ja. Ging. Ja. Ging. Wieso? Was war? Ich weiß nicht, ich habe mich dann, glaube ich, 15 Uhr mal auf die Couch gehauen, aber wollte irgendwie dann doch nicht so wirklich aufstehen. Aber ich habe mich dann hochgequält. Bestimmt noch der Chat-Net vom Wochenende. Pass auf, der holt mich jetzt ein, ich sag's dir. Wäre nicht so gut. Wieso? Tja, weil das nicht angenehm ist. Geht schon. Ja. Da kommt auch nicht viel Tee bei rum, ne? Wie gesagt, mit der halben Liter Flasche ist das halt auf zwei Tassen aufgeteilt. Okay. Halt so. Nimm du dir ruhig auch den heißen Tee raus. Kannst du ruhig machen. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt kann ich Vorrat machen. Oh Gott. Wenn du willst. Musst du nicht. Nicht. Wenn ich das aber will. Ja, wenn du das willst, dann mach das. Aber... Aber du musst das nicht. Ja, ich weiß. Mann! Ich weiß. Oh Mann! Tommy. Hey. Molle Hans. Ich wollte dich nur mal ein bisschen necken, Mann. Ich merk das schon. Nicht? Bist du heute mit dem verkehrten Bein aufgestanden, oder was? Bin ich das? Vielleicht ist es auch einfach nur zu warm. Ja, ich muss mir ja auch noch jetzt eine kurze Hose anziehen. Das wäre von Vorteil, glaube ich. Also, ja. Okay, wie ist denn das mit Arizona? Machst du danach nach der Schulung mit Arizona was? Ich weiß das nicht. Du weißt das nicht? Ich weiß ja nicht, wie lange sie da ist. Also. Also die Schulung, das sind jetzt 4 Leute. Ja, es wird schon... eine Viertelstunde definitiv gehen. Also bis 20:15 oder so. Weil ich habe danach eigentlich noch Mitarbeiterbesprechung. Okay. Also für die Ausbilder. Ja. Und Donnerstag habe ich Prüfung. Donnerstag hast du Prüfung? Donnerstag nehme ich eine Prüfung ab. Ja. Ah, okay. Von 19 bis, also maximal 22 oder so. Wenn da nicht reinkommt, haben sie Pech gehabt. Muss ich sowieso mal mit Liv sprechen, ob das Sedeka kann ich dann weiter prüfen kann. Ob ich da unbedingt so lange da bleiben muss. Weil ich ja Freitag dann eh wieder Turnier habe, das ist sonst alles ein bisschen... Ja. Da haben wir nämlich gar keine Zeit mehr, weißt du. Ich? Ja, ist ja gut. Weiß ich nicht, willst du dein Bike stehen lassen oder willst du mit dem Bike fahren? Oder? Ich würde tatsächlich gerne mit meinem Bike fahren. Okay, also fahren wir unabhängig davon ins MD. Würde ich sagen, ist glaube ich am einfachsten, oder nicht? Ja, können wir machen. Klingst sehr begeistert. Ja, soll ich Luftsprünge machen? Ja. Yeah. Gut, ich ziehe mich mal schnell um. Mhm. Ach ja. Ich hoffe, ihr hört die Musik überhaupt. Ich extra für mich abspiele. Das hat jetzt echt nicht lang gedauert, ne?
würde sagen 10 Minuten, wenn es hochkommt. Nicht mal. Die Blumen, ey, wirken so deplatziert. Schachtelzigaretten. Kann man die nehmen? Achso, nee, die will die Blume nehmen, okay. Never mind. In der Decke, ey. Hier bist du. Oh. Mann. Die Wohnung ist viel zu groß. Ich habe nur irgendwelche Fußschritte gehört. Dachte, hä? Wo ist sie jetzt hin? Da ist es, die große Wohnung. Okay. Merkst du es auch, ja? Ja, aber ist trotzdem schick. Ja, das stimmt. Aber mir ist gerade aufgefallen, es sind verdammt viele Spots in der Decke, oder? Also. Ich habe da noch gar nicht hochgekommen. ist, ja. Ich glaube, ein bisschen übermäßig, aber nun gut, ist ja. Okay. Coole Sache. Habe ich echt, da habe ich noch nie drauf geachtet. So aber... sehr beachtest du deine Wohnung. Ja. Hast du die überhaupt hier jetzt mitgenommen? Ja. Okay, Treffen wir uns im MD? Würde ich sagen. Würdest du sagen? Ja, nicht. Denk schon. Alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich. Ciao. Noch. Ist aber fix. Huch. Hallo. Hallo. Mm-mm.
Ich habe noch deinen Rucksack dann im Auto. Ja, alles gut. Drück ich oder du? Ich weiß nicht, ob er jetzt gleich... Ich. Ja, warte. So. Nimm, palim. Oh no. Hallo. 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 Dass es im EMT-Bereich bleibt. Meine Güte, was ist denn hier jetzt los? Funkcheck. 04 Funkcheck. Check. Nur 13.6 Ausbildungsarbeit. Ich bin heute nicht hier. Ich bin heute nicht hier. Du machst den Miller, du bist der Geist. Aber wie viele Leute hier sind? Ey, komm. Also gerade kommt gefühlt alles und jeder. Ja, guck dir mal Liste an. Hier knallt es richtig ran. Yeah. Auf, genau. Wir müssen in den Norden. Die Leuten vor irgendwelchen... Dann mache ich kurz noch einen Funkspruch an die Leitstelle und dann... Jo. Ja. Ja, so viele, ja, super, Yoshi. Ja, hat es, ne? Geschafft. Hat sich ja lang gezogen, ne? Alter, das waren 6 Stunden. Ja. Und alle drei waren Bullshit. Aufgrund der aktuellen Hitzewelle sollte sich ein Ambulance in der Stadt befinden, nur und die restlichen... Leitstelle so mit. Ambulance 1, Sie übernehmen Nordgebiet. Ambulance 2, bitte die Stadt. Haben Sie das so mit? Perfekt. Nee, die wollten es genau andersrum Ambulance machen. Ich weiß, check. Ist mir egal. Das hat echt gut geklappt jetzt. Nee, also Jackie, Patient 1, Tachykardie mit einem Puls von 109. Okay. Zusammengeklappt wegen 2x Energy. Okay. Patient 2, Tasernadeln, das hat eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde gedauert. Ach du Scheiße. Und danach hatten wir eine Patientin, die aus 4 bis 5 Metern Höhe mit der Stirn voran auf eine Stoßstange gestolpert ist, total viele Schmerzen hatte und es ging ihr gut. Oh Gott. Gassi, schleich dich doch nicht so an. Doch, ich muss mit dir reden. Ich muss einfach jetzt mit dir reden. Bitte kündige. Wir brauchen dich nicht. Okay. Ich hab einen Termin gehabt um 18 Uhr. Ja, du kommst da schon noch dran, keine Sorge. Ja, ich will den Feierabend. Das duftet. Ah, das Feierabend gibt's hier nicht. Ja, 4 Stunden reichen mir heute. Bei dem Wetter, verständlich. Ja. Und noch schön an den Strand. Heute ist, es ist zwar scheiß heiß, aber dich es soll ein. Ja. Hast du mal meinen Hauttyp angeguckt? Das ist egal. Jeder sollte sich eincremen. Selbst Personen mit Maximalpigmentierung. Ich meine, ich bin eh ein Vampir und sollte mich eincremen, aber
Naja. Noch jemand? Da habe ich chill mich gleich einfach auf die Couch und warte auf Einsätze oder so. Okay. Hallo. Hi, na, störe ich dich? Nee, gerade nicht. Alles gut, wieso? Was gibt's? Ja, nee, ich hab Zeit, deswegen. Ach so, ja, ich leider nicht. Okay, gut. Arizona schreibt auch gerade, sorry, bin im Dienst. Ja, ich bin gerade in Dienst gegangen, tatsächlich. Ach so, dann siehst du ihn ja, sie siehst du ja gleich, ja? Ja, gut, ja. Okay, alles klar. Gut, euch im MD belagern darf man ja vermutlich nicht. Ist nicht gern gesehen, ne? Nee, ist schwierig. Alles klar. Okay, nee, alles klar. Ist okay. Nee, gut, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Liebe Grüße an Arizona. Ja, richtig los. Bis dann. Ciao. Bye-bye. Tschö. Wartet. Nee, einfach nur. Hallöchen. Einfach nur ja, okay, ja. Weil es kam jetzt gar nichts von euch. Ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt so perplex seid. Alles gut. Nee, alles gut. Ich habe heute tatsächlich um 21 Uhr einen Termin bei der Fahrschule hier für die LKW-Prüfung gemacht. Davor bin ich für alle Ausbildungen und Taten bereit. Ja, wie gesagt, wir müssen sehen. Ambulance 1, 10, 10, Palito. Wir müssen nur sehen, wie gesagt, nach der Grundausbildung noch Ausbilderbesprechung. Mhm. Und weiß ich nicht, wie wir das dann handhaben. Also auf alle Fälle solltet ihr erstmal die Grundausbildung EMT bekommen. Da könnt ihr euch schon, den PC-Zugang habt ihr ja schon, oder? Mhm. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch dann schon das durchlesen, wenn ihr wollt. Haben die euch schon gesagt, wo ihr das findet? Bei Ausbildung, ja. Oder? Ja. Genau. Was war das? Paragrund oder so, ne? Genau. Ist das so? Ja. Mhm. Wenn ihr was vorlest oder euch durchlesen wollt, dann tut mir einen Gefallen, macht das bitte oben. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Ihr grünen Gürkchen, dann kommt mal mit. Kommt okay, mal für Behandlung nicht im Plan erstmal, dann macht ihr erstmal das in Ruhe und dann passt das. Wir kommen erstmal an irgendwie hier mit dem ganzen Kram. Ja, genau. Der Yoshi. Passt. Hi, mit dem bin ich gestern. Ich habe die aber geklaut. Eingeschlossen oder was? Ja, aber viele Trainees. Ich glaube ja wohl nicht. Hallo. Hi, na? Na? Alles gut? Alles gut. Das freut doch. Und selbst? Ach jo, warm. Okay. Findest sehr du? Warm. Qualitätswetter ist das. Also ich sag mal so, das Wetter in Norwegen habe ich mehr gefühlt. Ja. Bin ich ja ehrlich. Ja, das ist auch gerade echt ein bisschen viel. Der Donnerstag wird schlimm. Ich möchte mir die Wettervorhersagen gar nicht mehr angucken. 38. Ja, ja. Bleib einfach auf dem Sofa liegen. Mhm. Steht heute eigentlich noch irgendwas an? Weiß ich nicht, vielleicht komme ich nach zwei Kunden Bus rein oder so, das ist keine Ahnung, wenn du so fragst. Ich meine eher so an geplanten Sachen. So, weiß ich nicht, ich glaube nichts. Ja, bevor da wieder Sachen sind, wo niemand hingeht, keine Ahnung. So, das war. Das heute ist, glaube ich, erst Mittwoch. Ja, 18 Uhr kann ich aber nicht. Jetzt nochmal, 23 Punkt Heck. Check. Und der 22., 25. und 24. Boxenden? PD oder was? Ja, PD am 22. und am 25. und Shamrock am 24. Was ja, ist denn immer Freitag. Shamrock ist immer Freitag. Ja, ist ja auch, also ist ja auch okay, aber PD 2, das ist doch. Ja, die machen so ein Training da. Ich glaube, die machen das immer gestaffelt mit unterschiedlichen Leuten. Weil die so viele sind. Es ist halt. Ist halt Bullshit.
Naja, gibt gutes Geld. Ja, schon. Aber jetzt können wir auch andere Sachen machen. Meine Meinung. Ja natürlich, ich sag ja nichts dagegen, aber... Ein Hoch darauf, dass ich in den Zeiten für gewöhnlich sowieso keine Zeit habe. Wupp, wupp. Azumi! Rick! Nubuku! Sanders! Entschuldigung. Alles gut. Wie geht's, wie steht's? Ja, alles Paletti, würde ich sagen, ne? Bei dir? Er geht. Ich bin schon wieder Staatsanwaltschaft aufgeregt gerade. Hm, wieso das? Weil die mich eingeladen haben und mir nicht gesagt haben, warum, aber das ist normal. Ja, aber das ist ätzend. Es ist einfach ätzend. Ich finde ihre, ich habe am Telefon gesagt, ich finde ihre Arbeitsweise sehr unseriös irgendwie. Dann ist sie ein bisschen wütender gewesen am Telefon. Dann. Ja. Ja, gut. Ist halt nicht toll. So. Ja, wäre halt schon gut zu wissen. Hallöchen. Hallo. Wer? Olivia? Ich, Garfield, ne? Ja. Mensch, ich darf dir doch dazu keine Informationen geben, warte mal. Du weißt, ich kann aufs Telefon gucken und sehe da, keine Informationen an die Leitstelle, die Person alles gut. Dann gehe ich. Die Ausbildungen sind oben im Ausbildungsraum. Check. Dann alles gut. Ich muss mal kurz gegenchecken. Alles ich habe sie heute noch nicht gesehen. Okay. Ich hoffe, es reicht dir als Antwort. Alles klar. Sag mal, ich weiß ja, dass du ein bisschen kaputt bist, ne? Das ja. Weiß ich ja. Ja. Bei diesem Wetter langärmlich? Ja. Also du meinst jetzt Kenny, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ich hab nicht gesehen heute. Okay. Ja, das. Du musst anrufen. Bis gleich. Dünndarm? Ist Dünndarm, nicht Dünndarm. Oh. Masumi, wollen wir rausfahren oder so? Nein, das entscheidet die Leitstelle. Ich glaube, bei mir wäre das heute ein bisschen schlecht, glaube ich. Da zwei Ambulanzen draußen haben, aber Bewegungsfahrt, lehne ich das ab. Auch Leute, die hier behandeln. Genau. Das trifft sich, glaube ich, auch ganz gut, weil ich habe heute ein bisschen dicke Luft. Ja, gut. Ich kann euch gerne auf Ambulance 3 sitzen. Weil 1 und 2 besetzt sind, so, also einsatzmäßig, aber. Also fürs Protokoll, ich wollte jetzt auch nicht sagen, so, wir machen das, sondern hey, hättest du Lust darauf, dass wir fragen? Ja, alles gut, damit gehe ich ja. Protokoll. Hab ja die Antwort dazu gerade gegeben. So. Entscheide die Leitstelle. Ja, ist richtig. Genau, so, Mr. Leitstelle, ich hab mich unten, hast du wahrscheinlich schon gesehen, ja. Im Department, ne, 10-6 DOJ bin ich jetzt rüber. Ich mache Funkgerät aus, weil ich ein Gespräch mit einem Staatsanwalt habe. Kann ich halt nicht reagieren, bin über Draht erreichbar, wenn was sein sollte. Aber halt nur, wenn wirklich was Dringendes ist, ja? Ja. Alles klar. Kriegst du das raus, ob die mich privat oder zivil da sprechen wollen? Also hier dienstlich? Kann ich versuchen. Versuch mal. Ja. Ich kann dir aber nichts versprechen. Ja, steht da der Name des Staatsanwaltes? Mich hat nur so eine, warte mal. Angeschrieben, ja. Schatzmeister Andreas, also Jasmin van Lempe oder sowas, aber das ist, glaube ich, so eine, das ist ja Sekretärin da irgendwie. Ja, gut, das kann sein. Nee, ja, ich guck mal, ob ich was rauskriege, kann dir aber nichts versprechen, ne? Okay, ja. Okay. Ich danke dir. Ciao. Nee, wie gesagt, ich brauche zum Behandeln. Deswegen wäre ich froh, wenn ihr hier bleibt. Moment. Das ist super, gerne. So, aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne rumkommen. Könnt ihr auch gerne nach oben gehen oder bleibt da stehen, das ist mir egal. Die 40106 Legal Department DOJ. Check. Das dürft ihr euch zumindest aussuchen. Oh. Ich glaube, ich gehe mal nach oben. Okay. Dem schließe ich mich an. Bis später. Viel Spaß. Dicke Luft also. Bei den Temperaturen ist das. Ja, ist das verständlich. Das ist mehr als nur verständlich. Ja. wie gesagt, ich hätte gerne Norwegen wieder. Was Wetter angeht, ist Norwegen ganz cool.
Was ist denn da so durchschnittlich die Temperatur? Ja, so im Hochsommer so 20, 22 Grad, zumindest in der Zeit, wo ich da gewesen bin. Aber wirklich Hochsommer. Also das ist komplett akzeptabel. Ja, ne? Ich meine, du kannst dir immer noch mal was anziehen, aber beim Ausziehen ist halt irgendwann Schluss. Das stimmt. Die Haut abschälen hilft, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das brennt insgesamt recht stark. Mm. Ach ja. Was fehlt dir jetzt noch? Im Grunde nichts. Hm. Ja. Im Grunde. Ja, von der Theorie her nichts, würde ich sagen. Ist halt, das ist ja alles, was ich jetzt noch mache, ist ja die das Fahrsicherheitstraining. Mhm. Aber das ist ja alles so eher so. Optional. Genau. 52 meldet sich auf dem Funkkreis ab und geht in den Feierabend. Check. Ja. Ich versuche halt nur irgendwie da noch ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln. Hm. Fehlt dir das noch? Oder sagst du, sagst du selber, du bist schon ready oder noch nicht so? Also ich hätte tatsächlich gern wirklich noch mehr Praxiserfahrung. Ich merke selber, dass ich mir in manchen Situationen noch ein bisschen unsicher bin. Wenn ich fragen darf, so in welchen Bereichen? Also nur wenn ich fragen darf, das ist nicht so, ne? Ich bin nur neugierig. Ja, ich würde jetzt hauptsächlich wirklich sowas sagen wie zum Beispiel Verkehrsunfall oder Schuss- und Stichwunde ist halt so. Es ist halt das, wo halt dann wirklich eher sehr schnelles Handeln gefragt ist, würde ich behaupten. Schnelles, intuitives, genau. Ohne Nachdenken. Genau. Topfen, Druck aufbauen, weg damit. Ist halt so. Ja. Je nachdem, wie groß die Wunde ist, durchtamponieren, Druckverband drauf, gucken, dass der Blutdruck passt und dann weg. Da ist unser Job quasi schon erledigt. Ja, natürlich dann nur mit Schmerzmitteln und so weiter, aber. Aber ich kenne das, alles super. Das dauert ein bisschen, bis die Handgriffe sitzen. Ja, ich bin tatsächlich auch gestern mit Klaas ein paar, ich glaube, zwei Fallbeispiele durchgegangen. Und danach kam direkt, also unser letztes Fallbeispiel war ein Verkehrsunfall. da haben wir tatsächlich recht lange dran gesessen. Ja, weil er halt immer noch so nach Sachen gefragt hat, so wo ich mir dann halt nicht so hundertprozentig sicher war. Und als wir dann tatsächlich gerade damit durch waren, kam ein Verkehrsunfall rein. Tatsächlich bei mir. Meine Prüfungsaufgabe oder meine erste Prüfungsaufgabe war Person rennt in Feuer, fängt Feuer, rennt ins Wasser. Okay. Was hatten wir gestern Abend für einen Einsatz? Genau das. Oh. Ihr musst ein bisschen kichern. Böse, ja. Ich weiß, aber du weißt, wie es meine. Ja, ich verstehe das. Ja. Aber ja, ich will halt einfach noch ein bisschen schauen, dass ich da vielleicht noch ein paar Einsätze und so mitnehme. Und dann mal schauen. Wie lange bist du jetzt Trainee? Oh Gott. Ich glaube, ich bin jetzt in der vierten Woche. Ich habe komplett die Übersicht verloren, wer vor mir da war und wer nach mir gekommen ist. Das, Also ich war nach dir da, wenn ich richtig bin, oder? Ja, okay. Ja. Weiß ich nicht. Wann hast du angefangen? Also, ich bin jetzt genau 3 Wochen und einen Tag hier. Ich hatte gerade so die Mindestzeit, die ich haben muss, um EMT zu werden. Ja, nee, okay, dann bin ich, glaube, 2-3 Tage nach dir. Man muss aber bei mir dazu sagen, ich habe Erfahrung. Ja. Ja. Deswegen, ich bin nichts, an dem man sich ein Beispiel nehmen sollte. Weder charakterlich noch beruflich. Ja. Also, man kann doch nachgucken, wenn ich mich das erste Mal eingestellt habe. Habe oder nicht? Ja, kannst du. Das erste ist der 29.05. 29.
Okay, dann bist du. Hä, dann bist du nach mir? Möglich? Weil das erste Mal eingestempelt habe ich mich am 26. Möglich? Okay. Okay. Ich kontrolliere nochmal gegen mit meinem Kalender. Warte. Weil. Rat mal, was bei mir nicht im Kalender steht, richtig. Ich kontrolliere mit meinen E-Mails. Aber das könnte hinkommen. Warte, warte, was hattest du jetzt gesagt? 29. Genau. Die stellen ja genau normalerweise Wochen, immer, ja. Die stellen ja normalerweise immer nur sonntags ein, ja. Mhm. Kann schon hinkommen. Ich konnte halt an dem einen Sonntag nicht, deswegen, sonst wäre ich auch schon eine Woche früher da gewesen. Ja, bei mir waren es jetzt, wie gesagt, genau auf den Tag drei, also in 3 Wochen, genau. Ja, ja, wie gesagt, wenn du auch schon Vorerfahrung hast, ne, ist ja. Ist ja logisch, dass du dich da dann schon ein bisschen besser auskennst. Ja, das Problem bei mir ist, die Erfahrung passt nicht mit dem, was ich tun darf. Was ja auch richtig und fein ist, also kein Vorwurf oder so, aber mein größtes Ding ist, okay, darf ich das, was hier jetzt notwendig ist, überhaupt? Oh. Die Situation hatten wir auch in der Prüfung beispielsweise. Halt mit einer Tachykardie aufgrund von Koffeinintox oder Überintox. Okay. Person hatte Kollaps. Ich wollte zur Sicherheit. Für Ambulance ein. Das Einsatzstichwort: bewusstlose Person bei Redwood. Person wurde so aufgefunden, ist nicht ansprechbar. Ambulance 1, Code 3. Redwood. Bis oben. Ich wollte halt ein EKG machen. Ja, wie sich dann während der Prüfung herausgestellt hat, du darfst eigentlich noch gar kein EKG auswerten. Okay! Da hat der Lift dabei, also war jetzt kein Ding. Und im Zweifel hätte ich mir halt jemanden dazu geholt, aber ja. Ja, es ist. Ich meine, meine allererste Behandlung war Person mit relativ tiefer Schnittwunde. Ja. Ich ganz intuitiv hingegangen, ja, ich brauche Lidocain, lokale Betäubung, dies, das. Wie sich herausstellte, hätte ich alles noch nicht gedurft. Oh. Also auch als EMT nicht. Ja, es ist halt alles so ein bisschen. Also es ist ja auch logisch. Also für jemanden, das klingt jetzt mega von oben herab, es tut mir leid. Für jemanden wie dich, der halt keine Vorerfahrung hat, ist es ja gut, dass das so limitiert ist. Ja, ja. Weil alles auf einmal lernen, das wäre ein bisschen sehr krass. Eben, genau. Aber, ja. Ist halt, ich glaube, echt schwierig, wenn man da halt mehr Erfahrung hat und dann so zurückgestuft wird, sag ich mal. Ja. Naja, ich hätte halt auch sagen können, ja, ich mache Candidates in Richtung Arzt. Ja. Da habe ich mich aber gegen entschieden, weil ich hier in die Psychologie will. Okay. Weil das gleichzeitig geht ja nicht. Daher heißt es, ja, warten. Ja, wird schon. Aber heute sind wir echt wieder einige, ne? Vor allen Dingen Trainees. Heute, ja. Ja, sind ja jetzt die 5 oder 6 von gestern. Ja. Aber es freut mich tatsächlich, dass die direkt die Grundausbildung kriegen. Die habe ich ja tatsächlich als letztes gemacht. Weil sie einfach, ja, sie wurde einfach nicht angeboten. Das ist halt das Problem gewesen. Ja, ich habe die direkt noch an dem Abend gemacht. Nee, da an dem Abend noch habe ich die Funkschulung gemacht. Ja, die war bei mir erst 3 Tage später oder so. Nee. Auch gut, ich habe gestern erst Datenschutz gemacht. Echt jetzt? Ich hatte Samstag die Prüfung, Sonntag Datenschutz. Okay. Ja, gut. Halt. Ja. Willst halt machen, ne? Check. Ich hab's mit River diskutiert, aber trotzdem. Aber im Guten. Ja, die allgemeingültige weltweite Definition von Hiebwaffen ist Waffen mit einer einseitigen geschärften Klinge. Okay. Ja, hier ist eine Hiebwaffe auch ein Baseballschläger. Ja, alles, was du halt. Ja, jeder Gegenstand. Ja, im Grunde ja. Alles, womit du Leuten auf den Kopf hauen kannst. Also, ja.
alles. Und das ist halt so die Sache. Ich finde es immer schwierig, eine allgemeingültige Definition zu nehmen. Weil, wie gesagt, die Definition von Hiebwaffen ist einseitig scharfe Schneide. Wie beispielsweise einen Katana, eine Axt. Sowas. Mhm. Zu nehmen und sagen, ja, aber anders. anstatt zu reichen, Wunden mit einem Gegenstand oder so. Ja, ich glaube aber tatsächlich, halt Hiebwaffen ist halt, bleibt eher im Kopf. Ja, aber ich sag mal, Dinge, Wunden mit Gegenständen geht auch. Ja, aber es ist wieder so lang. Als, weißt du, Wunden mit Gegenständen als Hiebwaffen. Siehst du, was ich meine? Ja, schon, aber ne. Ach, keine Ahnung. Ja. Mhm. Definition de la Definition. Auch gut. Hat gestern noch erzählt, oder ich hatte dann noch gesagt, so, also jeder Gegenstand, mit dem eine Verletzung hervorgerufen wird, ist also eine Waffe. Richtig. Also ein Auto auch. Warte. Sein Argument war, das wird niemand durchgehen lassen, aber jeder Anwalt immer stellt diese Behauptung. Fand ich gut. Gott. Naja, nach der Definition ist es das ja auch. Ja, aber... fährst du jemanden an, machst du ihm einen Schaden mit einem Gegenstand. Ja, das stimmt. Also ist es nach der Definition Verletzungen, die durch einen Gegenstand hervorgerufen wurden, der nicht ein Messer oder... Also den kein Stich oder kein Schuss ist. Dann ist es eine Hiebwaffe. Oh, und somit ist ein Auto nach der Definition eine Hiebwaffe. Meine Güte. Gesetz kann man so lesen. Gott. Ja, aber stimmt, also, ja. Ja. Aber wie war das nicht bei Schuss, Stich oder Hiebwaffenverletzungen muss immer das PD dazugerufen werden? Das ist richtig. Meine Güte, da kannst du das ja, kannst du denen hier eine Dauerstelle einrichten? Nach der gesetzlichsten Definition. Also, das beste Argument war, es ist nur lizenzierten Anwälten erlaubt, dass die Gesetze zu interpretieren. Okay. So, jetzt stelle ich dir aber die Frage, was ist eine Interpretation? Ist de facto etwas zu lesen und den Sinn daraus für sich selber herauszufiltern eine Interpretation? Ja, ist es. Lesen was da steht, aber ich darf es nicht verstehen. Was? Also es macht doch gar keinen Sinn. Ja. Das heißt, ich darf was lesen, aber darf im Grunde wirklich nicht verstehen, was da steht. Weil letzten Endes ist es ja Zeichen auf einem Blatt Papier oder auf dem Tablet oder auf dem Handy oder was weiß ich wo. Und dieses Bild, was man da hat, ist ja durch die Allgemeingültigkeit der Buchstaben erst. Aber um dieses Bild, was da ist, musst du quasi dein Wissen mit diesem Bild kombinieren, wodurch es eine Interpretation wird. Ach du mein... Und das darfst du nicht, laut Aussage eines Richters. Aber das macht ja keinen Sinn. Ich muss doch... Also, macht einiges gesetzlich keinen Sinn. Weil ich muss doch Gesetze verstehen, um mich dran halten zu können. Ja, offensichtlich nicht. Offensichtlich musst du dir das von einem offiziell lizenzierten Anwalt vorbeten lassen. Was? Das macht doch keinen Sinn. So, auf dieser Ebene war die Diskussion gestern. Gibt echt keinen Sinn. Ich möchte nicht weiter drüber nachdenken. Hm. Ambulance 1, C.
10:30 Prio 3, bitte CT vorbereiten. Oh. Check. Ich war auch gestern Abend so überfordert, ne? Wieso? Ich hatte gestern aber das erste Mal Leitstelle. Mein erster Einsatz, den ich reinbekommen hatte, 3 Schusswunden. Oh. Also 3 Personen mit multiplen Schusswunden. Scheiße, ja, okay. Ich bin unglaublich froh, dass Ava damit reingesprungen ist und mir von sich aus automatisch, ja, okay, warte, du, ich helfe dir jetzt. Ich war so dankbar. Ja, das glaube ich. Ja, es ist halt so, das finde ich tatsächlich auch schwierig, weil das Ding ist, abends kommen ja eher so die Sachen rein. So, das Problem ist, dass zum Abend hin die Wahrscheinlichkeit auch deutlich höher ist, dass alles auf einmal reinkommt. Ja. So, das heißt, einerseits stehst du da und denkst dir so, okay, ich möchte Erfahrung sammeln, das heißt, ich bleibe abends im Dienst. Das heißt aber auch, das Risiko steigt, dass alles auf einmal kommt und ich irgendwie mittendrin hänge. Ja, das wirst du sowieso müssen. Also letzten Endes sind wir genau dafür da, oben mittendrin zu hängen. Ja, ich weiß. Aber so zum Anfang wäre es so langsam schon besser. Naja, letzten Endes, du wirst ja nicht alleine da sein. Egal was ist, du bist nie alleine. Ja, ich weiß. Und im ganz, ganz großen Zweifelsfall, du hast immer dein Funkgerät dabei. Das stimmt. Also wenn du jetzt vor einem Patienten stehst und du einen kompletten Blackout hast, frag nach. Und wenn es gerade das Peinlichste ist über einen Funk, frag trotzdem nach. Es geht um das Leben des Patienten im Zweifel. Das stimmt. Macht hier gerade nicht gerade bessere, wie heißt es? Keine Ahnung, ich finde es auch immer schrecklich, dass so Nachfragen als, oh, du kannst das nicht, interpretiert wird. Ja, aber ich schaffe es wenigstens zu fragen, wenn ich Hilfe brauche. Ja. Keine Ahnung, ich finde das wichtig. Ist es auch, definitiv. Ist halt immer so. Man hat halt immer so gespaltene Meinungen, ne? Einerseits ist es so, oh, du kannst das nicht, und andererseits ist es okay, du traust dich wenigstens nachzufragen. Ja, genau das. Also du hast halt wirklich diesen Zwiespalt dann irgendwie. Halt nur die Frage, welche Seite dann überwiegt, ob du dann eher so denkst, oh nee, die denken dann, was weiß ich was, oder ob du dann halt wirklich sagst, okay, ich frage nach, weil ich mir nicht 100%ig sicher bin. In unserem Job solltest du, wenn du dir nicht 100% sicher bist, fragen. Ja, ich weiß. Gebe ich dem jetzt 5 Milligramm oder 5 Gramm Lidocain? Oh. Nein, aber feiner Unterschied. Gebe ihm jetzt 0,1 Gramm oder 0,1 Gramm? Fentanyl. Oh. Weiß ja nicht. Im Zweifel tötest du damit ja nur. Also. Also, ja. 40 wieder 10-6 Verwaltung. Das Check. Ging fix. Heute wäre die Feuerlöscherschulung auch was. Ja, wäre, glaube ich, ganz gut, oder? Ja, die kühlt ab. Guten Abend. Guten Abend. Hi. Aber immerhin haben wir die schon, ne? Ja. Stell dir vor, wir hätten sie jetzt nicht und es passiert irgendwas. Das, ja.
Wäre auch unvorteilhaft. Scheißegal, brennt irgendwas, rufe ich das MD. FD. Ich hoffe nicht, dass du mit Feuer da schon auf den Brandzug gehst. Ich sag ja, ich rufe FD, wenn irgendwo irgendwas feuert. Das wird es sowieso, die Park Ranger sind auch auf vollem Alert. Ich bin dafür da, um Menschen zusammenzuflicken, nicht Feuer. Du sollst Feuer auch nicht zusammenflicken. 62 für Leitstelle kommen. Ja, aber trotzdem bei dem Wetter ganz gut, feuerlöscher Schulung nochmal zu machen. Was? Ja. Sollen wir dich eigentlich erholen lassen oder sollen wir dich belustigen? Ich könnte eine Belustigung brauchen, während ich den ganzen Bums hier mache. Leitstelle Ende. Du willst währenddessen bumsen? Okay. Wäre auch noch eine gute Ablenkung. Also, solange ich am PC dabei sitzen kann, ist alles fein. Mit anderen Worten, quasi eine Ableckung währenddessen. Das wäre noch besser. Wenn du dich dabei konzentrieren kannst. 30, das ist eine andere Sache. Schreiben kann ich, aber Konzentration ist gleich null. Ja, genau. Ansonsten, wie geht es euch? Warm. Mhm. Bin gerade zu heiß. Glaube ich dir. Deswegen der Met gestern nicht warm? Nee, generell Met mag ich kalt lieber. Ich weiß nicht, auch Kakao und so. Das Einzige, was ich warm trinke, ist Tee. Oh, 18. Mhm. Der hat gleich auch noch ein Gespräch bei mir. Mit wem hast du denn alles Gespräch gerade? Halbes Haus. Ich merk schon. Ich würde ja jetzt ja gerne sagen, ja, wenn ich dir irgendwo bei helfen kann, sag Bescheid, aber ich glaube, ich kann dir dabei nichts helfen. Später vielleicht, weil wir müssen Wasser auf unsere Ambulances bringen. Wie gesagt, wenn ich dir irgendwo bei helfen kann, sag Bescheid. Weißt du, hoffe ich. Jetzt nicht nur in Bezug auf das, was ich dir beim Übernahmegespräch gesagt habe, sondern auch generell, wenn irgendwo eine helfende Hand ist. Ich weiß. Und das beim Übernahmegespräch, das nehme ich heute mit und frage die Leute mal. Kam jetzt komischer raus als gedacht. Aber ja. 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 Ohne Witz, wir zwei in Kombi verstören die Leute doch eh nur, oder? Masumi, bist du noch bei uns? Mhm. Körperlich, ja. Aber das Gute ist, die Kombi, du und ich, die funktioniert, glaube ich, auch einfach ganz gut, oder? Definitiv. Das Ding ist, wir können nicht die ganze Zeit hier rumsitzen. Ja, ich habe heute eine Mullbinde um meinen Finger gewickelt. Wie langweilig ist das denn? Wir haben hier nicht immer mit Friede vor der Eierkuchen zu tun, deswegen. Wir brauchen Humor, komische Themen und wenn es Wombats sind, die würfelförmig scheißen. Was? Ja. Ne? Wombats haben würfelförmige Kacke. Okay. Das Beste war immer noch, Frieda hatte bei Mike die Magenspiegelung gemacht. Mhm. Und Polyten entfernt. Zitat Frieda, Mensch, die sehen ja aus wie Hackbällchen. Ich saß nebenan im Raum, habe über die Kameras zugeschaut und habe Hackbällchen gegessen. Also, mich hat's nicht gejuckt. Ist ja auch so eine Sache, ne? Hier stumpft man einfach ab. Aber im Positiven. Also, ich find's nicht negativ. Nee. Solange man mir nicht mit Spinnen kommt. Mhm. Insekten generell. Ja, aber Spinnen sind ganz schlimm. Hatte ich gestern mit Peter das Gespräch? Ich glaube ja. Gestern oder vorgestern? Eins von beiden. Ich glaube fast sogar vorgestern. Nee, vorgestern hatten wir die Nee, gestern. Eine Nummer hat er Nummer 31. Mhm. Offiziell 19.09. Perfekto.
32, Funkcheck. Check. Sind ja echt heute viele Leute da, was soll denn das? Ja, heute ist gefühlt alles und jeder da. Peter Dorn. Baden sind auch ganz schlimm. Oh, nee. Wobei, in medizinischen Benutzungen finde ich Maden super. Ja, aber wenn du da, ich sag mal, da kommt jetzt jemand hin, ne? Und der hat aus irgendeiner Wunde Maden rauspulen. Ja, oh, ich habe eine Maden-Story, die willst du gar nicht hören eigentlich, aber ich erzähle sie gleich trotzdem. Nee, aber Maden zur biologischen Wundreinigung sind super. Mhm. Nutzen wir hier zwar, glaube ich, nicht, aber ich habe einmal einen Arzt damit gesehen, der das getan hat und das war sehr entspannt für Patient. Gut, der war aber auch betäubt und Arzt, weil er nichts machen musste, außer darauf achten, dass sie nichts Falsches fressen. In Schottland, als ich glaube, 14 war, oder sagen wir mal 15, habe ich so Souterrain gewohnt. Also quasi Fenster auf Bodenhöhe. Mhm. Mein Fenster ging in die Einfahrt. 04 hört? Bitte einmal im letzten Tresen einfinden. 04 so mit. Check, Leiterländer. Ba-ba-ba-ba, na-na-na. Die Masumi mit. Hi, hallo. Hallo. Dann fahrt ihr bitte, hi. Dann fahrt ihr bitte in den Norden hoch und fahrt da an, weil, wie gesagt, ich brauche eine Ambulanz oben noch. Hm. Guckt mal, wie weit Marcel der wollte an dem Auto noch irgendwas machen, an der Ambulanz 3. Wollte auch mal mit dem Rucksack probieren, ob wie weit er fertig ist, genau. Dann fahrt euch im Norden hin, wie gesagt, ihr könnt euch im Norden noch irgendwo hinsetzen oder sowas, irgendwie. Hauptsache, ich habe oben jemanden, der schnell anfahren kann, wenn was ist. Das ist kein Problem. Ich packe dich Sixpack dann einfach die Ambulanz 3 mit rein. Ihr seid 3, jawohl. Gut. Okay. Dann schauen wir mal. Bis gleich, sorry. Okay. Ich bin dann... Ja, ich weiß nicht, ob du den frischen Eintrag gelesen hast. Wir sollen aufgrund der Hitzewelle uns jetzt auch ein bisschen mehr patrouillieren. Ja. Wasser. Auch mit Wasser arbeiten. Hoch. Und ja, da einfach mal gucken. Wir können mal die andere Wache anfahren. Mhm. Die in Palito steht. Hast du einen Führerschein? Ja, aber heute habe ich ein bisschen dicke Luft. Okay, dann fahr ich. Was hält hier noch dran? Nee. Gut, okay. So, dann fangen wir erstmal die Wache in Palito an. Ja, über welchen Highway willst du denn fahren? Warte mal. Wir können ja nochmal über den East Highway fahren. 32. Obwohl, nee, irgendwann das PD ist jetzt fertig mit der Kontrolle, oder? Weiß das nicht. War da eine Kontrolle? Ja, die habe ich zweimal auf dem Hin- und Rückweg kontrolliert. Die haben Straßensperre gemacht. Fahren wir mal hier East lang. Okay, also East Highway Richtung Palito. Genau, ja, oder wir fahren erstmal zu den State Park Ranger drüber. 64 für Leitstelle kommen. Das heißt, wie funke ich das jetzt am besten? Einmal bitte am Leitstelle. Wir fahren 10 Richtung Grapeseed. Ambulance 1, 10-10 Richtung Grapeseed. Ja. Mal kurz das gucken. Check.
So. Wie lange bist du jetzt schon hier? Ich fange gerade die 4. Woche an. Ah, okay. Cool, dann ist ja bald die Prüfung soweit. Ja. Ah, ich merke, freust dich schon drauf. ja, ist jetzt nicht so das Freudigste, aber... ja, ich weiß. Wird schon irgendwie... Ich weiß, ja. Wird schon alles sehr ernst genommen, aber die reißen dir jetzt auch nicht den Kopf ab. Ja. Stopp. Total Blödsinn. Ein wenig. Oh, das ist meine Nase. Ja. So. 64, 10, 50, Behandlungsgrund 3. Check. So. Mhm. Ja, und dann war es mal ein bisschen mit den State Park Rangern. Ja. Was diese erwarten. Aber wenigstens ist die Ambulance, ja. Mhm. Ja, die andere Ambulance, die hier oben war, hatte ja einen Einsatz, ne? Die ist genau, jetzt... genau. Okay. Wir sollen halt eigentlich immer ein Fahrzeug da oben haben aktuell. Ja, macht, glaube ich, Sinn. Heißt, die stehen immer noch da. Customs? Ja. Ich bin jetzt heute das dritte Mal drin hier drin. Aber nicht mit der Ambulance, oder? Nee, mit der Ambulance noch nicht. Was soll das jetzt ein Spaß geben, wenn wir jetzt einen Einsatz kriegen? Wundert mich tatsächlich, dass die bei dem... Wetter und Kontrolle. Das ist total bekloppt. Vor allen Dingen stehen die dann ja auch hier in der prallen Hitze. Ambulance 1, 1050, Behandlungsraum 2. Check. 62, 1020. MD 18. Check. Ah, ich hab dich nicht mehr gesehen, aber ich dachte, das wäre schon erledigt. Okay. Okay. Alles klar, wir drehen, also wir sind momentan noch in der Polizeikontrolle hier auf dem Highway und sobald ich hier raus bin, drehen wir und kommen zurück. Fahren durch die nächste Kontrolle? Bis gleich, ciao. Ja, der hat einen Rettungsrucksack rausgenommen. Oh, okay. Ach, das ist der sportliche Kollege, der hüpft immer hier hin und her. Hier laufen ganz schön viele rum, ne? Ja, ja. Mein Gott, bauen die das Auto von dem auseinander, oder? Ja,
Können die wenigstens den Wagen mal waschen hier, ey. Wird ja echt ewig. Mein Gott, der Polizeichef muss sie aber echt hassen, dass sie bei dem Wetter das machen. Ja, oder? Irgendwie. Ey, ernsthaft. Ich hoffe, die haben wenigstens genug zu trinken dabei. Oh, wie immer. Und sonst können wir den gleich. Ja. Sonst wissen wir gleich, wo wir den nächsten Einsatz haben. Oh Mann. Na, ich frage mal den Kollegen hier, ob die genug zu trinken haben. Ja, mach das. Servus. Hallo. Für die 66 kommen. 62 hört Sie kommen. Status Standort kommen. 1020 Glasbüros. Ja, ist das alkoholfrei? So, Wasser, ich. Sixpack, ach so, sagen Sie halt gleich. Gucken Sie mal. Weil sie so nett sind. Sie sind mal sympathisch. Stoß mal an, kommen Sie. Auf Sie. Auf die Lebensretter in Blau. So sieht's aus. Er direkt erstmal mit Wasser versorgt hier. Super. Ja, besser ist das. Jetzt kriegen wir einen Einsatz. Sag das ja, nicht zu laut. Aber dann würde ich hier einfach ein bisschen zurückfahren hier und die Pömpel dann hier rechts rum da durchfahren. Ja, logisch, dann. Aber trotzdem. Aber hinter uns staut sich das auch langsam, ne? Ja, ne? Diese Lampen total cool.
Alter, machen die da ein Date oder was ist das? Ich frage die gleich mal, soll ich gleich mal Rosen vorbeibringen oder so? Achso, das ist, das dauert wirklich ewig. Boah, Alter. Wenn man überlegt, dass wir ja gerade eigentlich nur umdrehen wollen. Kann ich auch nicht, da hoch kann ich nicht fahren. Die Strecke kenne ich, die ist krass, die bin ich mal da oben, die bin ich mal mit meinem Camper hoch und runter gefahren, das war ziemlich krass. Ach ja, ob wir hier jemals durchkommen heute noch? Keine Ahnung, ist das Gutes? Wasser haben wir dabei, wir haben Oatcakes dabei. Ja, guck mal, dann sind wir doch erstmal versorgt. Ja. Die Klimaanlage funktioniert, der Wagen ist vollgetankt. Schön. Alles gut. Alles gut. Ja, hier drin geht's ja gerade noch, ne? Ja, zum Glück knallt die Sonne nicht mehr so gerade. Das... Ich frag mich echt, was die jetzt mit dem hier vorne haben. Okay, und die Schlange wird größer und größer. Mhm. Ist das ein Wunder? Aber ich glaube, der hinter uns wurde schon... Ja, wir werden ja nicht kontrolliert, aber... Also müssen die sehen, hier steht eine Ambulance. Ja, normalerweise müssen die uns doch... Ja. Ja, ich fahre ein Stück, ich fahre ein Stückchen zurück und dann fahre ich hier über die, da das E-Werk darüber, ne? Alles klar, das machen wir so. Und das nächste Mal extra viel Morphium, wenn ich mal was breche, ja? Ja, kein Problem. Schuldig. Kriegen wir hin. Ja. 64, 10, 20. Check. Junge Frau, noch ein Stückchen zurück. Mein Gott, sie hat's kapiert. Check. Ja, ey.
Gut, wir fahren jetzt nicht zurück über die... Was bescheuert das? Weil ich muss ja zurück, ich muss ja zurück. Ja, dann funke ich uns auch, dass wir wieder zurückfahren erstmal, oder? Ja, ja, erstmal. Ambulance 3, 1010 Richtung MD. Check. Hat ja lange angehalten. Ja. Oh. Ja, wir müssen erstmal zurück ins MD. Nehmen wir an, die Kollegen haben sie hierher geschickt? Nee, wir müssen wieder drehen. Wir müssen nochmal zurück zum MD. Oder? Kommen aber gleich nochmal wieder. Ja, reden Sie mal bitte ein bisschen. Achso, sorry. Sorry, okay. Fenster war nur unten. Wir müssen nochmal drehen. Wir müssen zurück ins MD. Wir kommen aber gleich wahrscheinlich nochmal wieder rein. Ja, okay. Dann bis gleich. Sorry. Ach ja, mal schauen, wie lang dann die Schlange ist. Oh, nee. Oh, das heißt, die stehen wirklich schon den ganzen Tag hier, oder wie? Gut wie? Ich weiß nicht, also vorhin, vor 2 Stunden standen die schon hier. Ah, ja. Nee, eigentlich wollte ich doch. Okay. Ja, für die nächste raus. Korrigiere Bahnhof Nummer 2. Check. Aber jetzt dann haben wir den anderen Highway, glaube ich. Oder auch, nee, Quatsch, wir wollen ja zuerst zu den State Park. Nee, wir fahren nochmal so. Ja, im Grunde wissen sie auch, dass wir gleich nochmal wiederkommen, ne? Ja, ja. Das heißt, wir holen uns jetzt den Rucksack ab, oder wie? Genau, okay. Renn mal rein. Renn mal zu Marcel, der hat den Rucksack noch. Okidoki. Ah, da kommt... Nee, da kommt er nicht. Das ist Rick. Warte, ich gehe raus. Hast du den Rucksack? Hallo, ja, na klar, deswegen bin ich doch hier. Also. Ja, super. Ey, ohne Scheiß, wahrscheinlich kriegen wir heute Abend PD-Ler rein, weil die stehen da echt seit Stunden, machen Polizeikontrolle, machen Fahrzeugkontrolle. Doch. Sollen die was trinken? Ja, ich habe denen schon ein Sixpack gegeben. Ja, wo ist denn der Rucksack? Ach ja, Moment. Super. Gut, na, dann. Okay. Ja, frohe Weihnachten. Danke. Warte mal, ich muss einfach mal abschließen. Jetzt. Jo. Tschüss. Ja, danke. Hey. Also wieder über den East Highway, ja? Ei, ja. Ambulance 3, 1010 Richtung Grapeseed. Check. Ambulance 1. Nee, aber nicht. Ach ja, auf ein neues. Oh Mann. Oh Mann, ey. Aber die müssten doch langsam dann mal die Kontrolle abbauen, oder nicht? Wenn die ja schon so lange stehen. 62, 106, kurze Pause. Wer weiß, was sich die Ausbilder da ausdenken. Das ist auch wieder wahr.
Oh. Da sind wir wieder. Oh, guck mal, ist alles frei. Wir haben sie jetzt aber schnell abgehandelt. Ja, wow. Die Anziehen, wenn das nicht das Venni ist. Ja, ja. Aber mein Gott, einfach vors Auto springen. Huiuiui. Ja, ich vertraue das Venni. Ja. Rechts rum, ja? Über die Fläche. Ja, machen wir wieder. Okay, alles klar. Sorry. Hey, 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 hey. Springt ja da einfach vor. Nicht schlecht, ey. Ja, kann man ja mal machen, ne? Das ist schon... Ich stehe vor, er wäre hingefallen. Das wäre halt auch nicht so pralle gewesen. Ja, ja. Oh, und schafft er nicht. Was denn? Ich hatte 99 Meilen drauf, aber 100 hat er nicht geschafft. Die eine Meile. Ja. Ah, jetzt kommt meine Lieblingskurve. Die ist schön. So, wirbeln wir mal ein bisschen Staub auf. Okay. Ist ja noch nicht trocken genug, da kann der Staub noch mal ein bisschen fliegen. Ja, ja. Ist genau. Ambulanz 2, 10, 20. Wurde die Leitstelle übernommen? Nee, wahrscheinlich einfach nur das Checken, ne? Ja, das kann sein, dass Co-Leitstelle da ist gerade. Die 22 meldet sich aus der Funkreis ab und geht in die Pause. Check. Ambulance 3, 1010 Grapeseed. Ach, das ist der Chris. Ja, er übernimmt wahrscheinlich gerade das Checken. Ja, oder die Leitstelle, der macht ja... Ich habe das Gefühl, der macht gerne Leitstelle. Ja, aber die Nummer hat er tatsächlich nicht, deswegen... Ach so, okay, oh. Die Nummer hat Drake noch. Recht. Und eigentlich hätten sie es doch durchgeben müssen, oder nicht? Ja, eigentlich, da hast du vollkommen recht, ja. Wir machen Social MD-Link.
Dann gucken wir mal, was die gut. Mhm. Jemals. Oh je. Da klingeln wir mal, oder komm. Für die ganze Bande. Hi, oh, hi. Kann ich helfen? Uns gar nicht. Nee, wollen okay, einfach mal... ihr habt geklingelt, oder? Ja, genau. Ja, müsste zu jemanden? Nein, wir wollten mal gucken, wie es euch geht, ob alles in Ordnung ist, ob ihr genug Wasser habt. Okay, Entschuldigung. Alles gut. Geht's euch denn gut? Ja, wir sind ja beim klimatisierten Wagen gerade unterwegs, ne? Verstehe zwar auch nicht, warum das PD jetzt gerade in der prallen Sonne die ganze Zeit Polizeikontrolle, mal Autokontrolle macht, aber naja, gut. Vielleicht haben wir dann gleich ein paar Fälle. Wo machen die denn Kontrollen? East Highway. Oder Ende sie noch? Ja, hi. Hi. Meine Kollegin kommt jetzt raus. Ich gehe morgen. Ja. Bin gleich wieder da. Jojo. Hallo. Hi. Hi. Alles gut bei euch? Habt ihr genug Wasser? Seid ihr versorgt? Ja, ich glaube, soweit sind wir eigentlich ganz gut versorgt. Aber danke der Nachfrage. Ja, super. Waren Sie gerade vor mir bei diesem Checkpoint? Oh, hat die mich gerade gesiezt? Ja. Oh Gott, ich bin höflich. Ah, nee. Ja, natürlich. Ja, nee, also ich mag das, also finde das ganz komisch. Wenn wir uns unter der Organisation siezen, finde ich das ein bisschen komisch. Ja, genau, ich war das gerade. Ja, cool. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, so zu den Polizisten, ich glaube, ich muss zurück, weil ich so, nee, das passt schon, die schaffen das schon. Oh. Und ich so, ich glaube nicht. Ja, nee, das war richtig. Ich glaube, die wollen, dass ich wegfahre. Ja, noch so ein paar Meter, weil das war ein bisschen mit dem Pömpel, der da stand, ein wenig eng. Ja. Ja, das war jetzt heute das dritte Mal, dass ich in diese Kontrolle reinkam. Oh, im Ernst? Ja, zweimal mit meinem Camper. Mm. Einmal auf der Hin- und einmal auf der Rückfahrt. Und jetzt vorhin auch mit der Ambulance. Oh, Sven, bist du das? Ja. So, mein Gott. Dann habe ich die ja erstmal mit Wasser versorgt, damit die auch mal ein bisschen. Ja, wir haben jetzt mehrere Stationen hier. Bei Lito, da haben wir eine Wasserversorgungsstelle aufgebaut. Mm. Waren jetzt auch ein bisschen hier im Norden. Ja, mal sehen, was da uns noch alles erwartet. Die Woche. Ja, verstehe ich. Es ist heute einfach wieder so extrem heiß, es ist schlimm. Ja, deshalb habe ich das auch nicht verstanden, dass die da in der prallen Sonne Fahrzeugkontrolle machen. Also. Wisst ihr, was cool wäre? Uniformen, die aussehen wie Badeanzüge. Ja. Die würde ich gerade fühlen. Ja, oder so Khaki-Shorts zumindest. Ja. Ja. Ja gut, die Sachen sind schon luftig, aber die Hose, die ist schon, muss ich schon sagen, so ein bisschen. Also da ist die weiße noch besser. Ja, aber selbst die ist schon. Ja. Ja, jedes bisschen Stoff, was zu viel ist zu viel. Ja. Ja, ja, da kann man die Rettungsführer nur beneiden. Das stimmt. Ja. Also da sind die echt viel, viel besser. Ja gut, also ihr seid versorgt, euch geht's gut. Dann, ja, kann man sich derzeit nicht beschweren. Das ist super. Aber danke der Nachfrage. Gerne. Dann fahren wir mal weiter nach Palito. Und naja, vielleicht sieht man sich ja dann nochmal. Ne? Ciao. Tschüss. Tschüss. Das ist doch gut, dass hier alles in Ordnung ist. Ja, auf jeden Fall. Jeden Fall. So. Ui, fahre ich denn da am besten? Fahre ich hier lang? Ne? Ja. Wie war es da irgendwo?
Ja, ja, über den East Highway einfach, oder nicht? Okay, okay, krass. Ja, dann ist es doch kürzer. Warte, wollen wir da lang fahren? Nimm zwei Titel mit der 24. Ich korrigiere mit der 64 und der 28. Hm. Alter, wir fahren mal kurz da lang. Wir fahren mal beim Sheriff's Department vorbei. Gucken wir mal, ob bei denen alles okay ist. Ja. Wenn die da. Check. Check. Ist hier irgendwo auf dem Feld? Nee, oder? Ach ja, stimmt. Hier ist das, ja. Hm. Das nicht so aus, als wäre jemand da. So. Sieht recht leer aus. Ja. Ja, scheint keiner da zu sein. Übrigens hier, diese rote Tür. Die rote Tür? Die ja, rechts, hier rechts. Ja. Ja. Gehe da niemals durch. Wieso, was ist dahinter? Keine Ahnung, warum die das noch nicht weggemacht haben, aber irgendwie, keine Ahnung, ob die Farbe da immer, die Dämpfe kommen. Also, ich bin irgendwo anders aufgewacht hinterher. Oh oh. Vielleicht sollte die Tür versiegelt werden. Ja, das wäre zu einfach. Ah, ja, okay. Ein paar Opfer muss man ja haben, also. Die 32 meldet sich vom Kreis ab, die jeden Fall haben. Oh. Check. Jetzt schon. Jetzt schon, Chris. Jetzt geht der Spaß erst los. Muss mal ganz kurz anfahren. Ja. Da vorne. Ich höre keine Musik mehr an, ne? Die tolle Kreuzung hier. Ambulance 3, 1010, East Highway Richtung Palito. Check. Das ist recht lustig. Ich war auch in der Palito-Fach, war ich noch nie drin. Nicht? Nee. Okay. Hat mich noch nie ergeben. Ich habe mich da tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube in meiner zweiten oder dritten Bewegungsfahrt sind wir da hochgefahren und dann hieß es, ja, ich gehe mal eben auf Toilette, guck dich hier ruhig um. Ah, okay. Ich meine, so viel umzugucken gibt's da zwar nicht, aber... Nee, ist ja eine kleine Wache, ne, aber...
Wie schön das einfach aussieht. Ich finde die untergehende Sonne spiegelt sehr gut die Hitze gerade wieder. Ja, das ist echt krass, ne? Ambulance 3, 1010, Palito. Check. Die war doch hier auf dem Streifen irgendwo, ne? Ja, weiter hinten. Noch. Hier rechts. Was? Das braune Gebäude. Ja, das braune Gebäude. Das hier, ja. Gottes Willen. Ach, hier steht der Buggy. Ah. Mhm. Angucken, den habe ich mir noch nie angeguckt. So, aber dann kann ich hier bestimmt mal eben auf Toilette gehen, oder? Ja, natürlich. Ja, deine Karte sollte funktionieren. Gut, okay. Null vier, zehn, sechs, kurze Pause. So, bin sofort wieder da. 64, 50, Wandlungsverlauf. Check. Meldet sich auf dem Funkkreis ab und geht in Pause. Check.
So. Null vierzehn zwanzig. Check. So. Sag mal, so eine Idee, weil hier soll ja eine Wasserversorgungsstation sein. Hier? Ja, also am MD. Jetzt habe ich hier mal geguckt, also im Getränkeding sind welche drin, aber so einzeln, die kannst du halt kaufen, aber das ist ja Quatsch. Ja, wie ist es denn hier vorne? Ich weiß nicht, was ist. Ich hätte halt sonst gesagt, sonst hier vorne, dass man die hier vorne hinstellt, aber irgendwie ist ja nichts. Ja. Sollte ja eigentlich schon was da sein, oder nicht? Das meine ich nämlich auch. Warte, ich ruf mal den. Wer ist denn da? Wer ist denn gerade die Leitstelle? Weil am meisten würde es ja Sinn machen hier vorne, dass die Leute es auch finden. Mhm. Es gibt ja auch keine Information gerade. Also das ist ja keine Information, dass es irgendwie hier was da gibt oder sowas. Ich bin gleich wieder da, ich geh mal nochmal rein. Ja. Check. Check. Alles gut? Dann fahren wir mal zur anderen Station nach Honigsteiner. Mhm. Ja, wir sollen ja noch die. Es gibt ja mehrere. Also zwei Stationen hier im Norden. Die sollen wir ja immer hin und her fahren. Okay. Also sind wir jetzt Richtung Sandy Shores gleich. Okay. Mhm. Ambulance 3, 1010 East Highway Richtung Sandy Shores. Check.
Aber da stand jetzt wirklich nirgendwo was, ne? Ne. Können wir noch mehr erklären, ob die damit meinen, dass wir die Wasserversorgungsstation sind, weil wir da immer rumfahren, oder ob da wirklich Wasser steht? Das ist halt die Frage. Weil wenn wir Wasserversorgungsstation sein sollen, dann müssten wir auch mehr Wasser drin haben. Ja. Weil das stand jetzt auch bei Honey Steiner, ne? Ich glaube ja. Das scheint zum Glück ja noch recht ruhig zu sein. Du hast das R-Wort gesagt. Ja, das R-Wort gesagt. Oh nein. Oh je. Vielleicht regnen sie ja rein, die Code Blues und die Code Blacks. Oh, bitte nicht. Aber wie umschreibt man das sonst? Es ist... Gerade angenehm, entspannend. Nein, ich glaube, das ist ja auch, das ist ja auch Blödsinn. Ich meine, wenn es reinkommt, kommt sowieso rein. Also, Stadtgebiet. Check. Wenn es so sein soll, dann kommt's. Genau. Es ist so. Ambulance 3, 10, 10, Sandy Shores. Check. Check. Die 06 meldet sich im Funkkreis an. Check. Ist jetzt mal. Das ergibt für mich alles einfach gerade keinen Sinn. Ja, irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Ja. Rick seine Nummer. Nee. Hast du die nicht? Nee, hab ich nicht. Soll ich sie dir geben? Oh, das wäre super, warte mal. So, dann einmal die Nummer. Das ist die normale Vorwahl. Halt, 3-3. Ah? 3-5. 2-0. 2-0? 2-0. Also 2-0. Genau. Gut, alles klar, dank dir.
Hi, ganz kurz, sag mal, hast du irgendwie schon so einen Überblick, wie das funktioniert mit den Wasserversorgungsstationen? Weil wir waren jetzt am MD in Palito, da sitzt jetzt nicht, dass da irgendwo, also ich habe da jetzt keine Wasserflaschen gefunden oder so, die wir im Idealfall rausgeben können. Ich bin jetzt am Honey Steiner. Da ist auch nichts. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der Ambulance habe ich ein paar Dinger noch reingetan. Okay, das ist alles klar, weiß ich Bescheid. Okay, bis später, ciao. Ja, nee, er wusste, sagte, er vermutet, dass es auch eher erst ab morgen gilt. Okay. Nein. 62 für die 91 bekommen. 62 hört sie kommen. Oh Gott. Könnten Sie kurz an den Tresen im Foyer kommen? Ja, check, bin unterwegs. 91 Ende. Sein Funkspruch. Ja, die beiden. nur, wo ist denn? So, Club-Dings von. Ich glaube, das ist da. Oh. Conan! Conan! Ja. Okay. Ja. Ja, ja. Okay. Ja. Ja. Ich habe hier auch nochmal 4 reingepackt. Einen habe ich schon mal abgegeben ans PD gerade. Ein Sixpacks, die auf die Glory so gelegt haben, heute Polizeikontrollen zu machen, Fahrzeugkontrollen zu machen. Dass sie jetzt einfach MD88 ist. Und ich hatte vorhin ja schon mal auf die 3 ein paar Sachen draufgepackt. Ne? Und mich hatte halt gewundert, dass da halt steht, Wasserversorgung stellen. Und was meinen die jetzt damit? Stellen wir damit eine Ambulance? Stehen da Sachen? Ja. Genau. Ja. 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 Ja, ja, nee. Ja gut, also aktuell steht es ja auch noch nicht auf Venture oder so. Ne? Ich denke mal, das wird auch noch. Ja. Ja. Ja, ja, gut, alles klar. Dann sehen wir, bis später. Ja, ciao. Okay, Conan hat uns jetzt den Rucksack fertig gemacht. Okay. Der auf die Ambulance draufhauen soll. Dann kann man vielleicht so sagen, vielleicht kann man ja einfach eine Ambulance bestimmen mit. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Warte mal. Wir fahren jetzt erstmal zurück ins MD. Also wir fahren jetzt erstmal zurück. Gucken mal kurz, ob jemand am Vereiner ist. Am Vereinsheim. World of Music. Und da fahren wir eh dann. Mhm. Also erstmal sind wir jetzt Richtung Harmony, wenn ich es richtig gesehen habe, ja? Ja, ja. Okay. Ambulance 3, 1010 Richtung Harmony.
Ach, da oben ist sie doch. Je. Da fahre ich nicht immer wieder. Ne, ist keiner da. So, dann. Um 64, 10, 6, kurz Pause. Check. Moment. Ja, hallo? Hi, wir sind gleich fertig. Ich zeige nochmal schnell die Ambulanzen. 0610. Und dann sind wir fertig. Okay. Ja. Dafür brauchtest du jetzt aber nicht extra anrufen. Check. Doch. Bitte. Okay, danke. Gut. Bis dann. Ambulance 3-1010 Richtung MD. Ach, das war hier im Winter beim Schnee so voll mit den Autos. Oh, einen Moment. Was klingelt denn jetzt immer mein Telefon? Ja, hi. Hi. Kann ich dich zurückrufen? Okay, bist du noch ein bisschen wach? Ja, ne? Ja. Wie vielleicht? Ja, ich weiß noch nicht, was ich mache. Mal gucken. Ja, sonst können wir gleich zusammen überlegen. Okay. Bis gleich. 28106 Ausbilderbesprechung. Check. Ich ruf mal den Con nochmal. Ich habe da nämlich eine Idee. Okay. Wie die Leitstelle kommen. Hört sie kommen. Bitte, wenn möglich, einmal am Leitstellentresen einen finden. Ja, Conne, bevor ihr da in die Besprechung geht. Ich habe da eine Idee. Vielleicht könnte man das vielleicht mal überlegen, ob man das so machen könnte. Ja. Dass wir, wenn wir die Ambulance nehmen, die wir in den nächsten Tagen als Ambulance nehmen, die immer da so hin und her fährt, einfach im Norden bleibt, dass wir diese Ambulance, dass wir da eine nehmen von den Ambulanzen, die an der Seite steht, die aber dafür bestimmen, dass das nur die Ambulance ist, die fährt und die nicht nur mit dem Rucksack, sondern generell voll mit Wasser packen. Genau, also die hat alles drauf. Die ist auch in dem Bereich dann, sagen wir mal, als auch als Ersteinsatzfahrzeug soll genutzt werden, aber ist halt einfach komplett auch mit, der Rest ist voll einfach mit Wasser. Genau. Auf jeden Fall. Ein Vogel oder was? Seht ihr das? Cool. Pex, ja gut. Ja, ja. Das ist kein Vogel, das ist ein Glühwürmchen.
Lol. Ja. Nur so groß aus wie so ein Vogel. Ja. Ja. Viele. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ey, durch diese Ankündigung ja, im Discord ja, genau. Und überall, ne? Ich, gut, alles ich panik, da. Ich will mich morgen nicht einloggen. Gut, bis wieder. Ciao. Ja. Ja, die besprechen das gleich nochmal in der Besprechung, die sie gerade haben, die haben im Meeting. Mhm. Und es kann ja wirklich ein sein, dass wir eine Ambulance dann voll mit Rucksäcken und Dinges packen, dass ja. Wir da, weiß ich nicht, 20, 30 Sixpacks haben. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich keine schlechte Idee. Mhm. Fahren wir eben noch tanken. Mhm. Wow. Oh Gott. Ey. Was ein Trottel. Eine Information für die Leitstelle. Die Personen im Ausbildungsreiter sind nun 10:20. Oh. Check. Die Grundausbildung ist wohl zu Ende. Ja. Ich denke, ich werde auch gleich, wenn wir am MD sind, erstmal außer Dienst gehen. Ja. Okay. Das ist okay. Ganz, ganz kurze Pause. Scheint ein sehr dringender Toilettengang zu sein. Ja. Dieses Ufo. 79, 10, 6, kurze Pause. Check. So. Mm.
Hm. Wieder. Überfall hier, oder? Hm. Gute Frage. Das ist jetzt die 1020, wenn wir wieder am MD sind, richtig? Ja, 1020 MD. Okay. Ambulance 3, 1020 MD. Check. Boah, ich hab grad echt, also in der Stadt ist schwierig. Zeitlupenrennen, woo. Eine 90, 10,50, Behandlungszimmer 5. Check. Hallo. Will einer von euch außer Dienst oder was? Ja, ich würde gehen. Okay, passt. Okay, wunderbar. Schönen Abend noch. Hey. Soll ich dich schon mal austragen, Masumi? Oder? Ja, kannst du machen. Ich. Wenn du bleibst mal kurz hier, du musst mir mal gleich, ich sag dir aber wann erst, mal kurz die Leitstelle übernehmen. Also bleibst du, Sven, ne? Ja, ja. So, nur für ein paar Minütchen. Ich sag dir aber dann Bescheid. Hallo. Hallo. Ich bin dann schon mal hinten und melde mich gleich ab. Okay. Ja? Jawohl. Jo. Alles klar. Jo. 04 meldet sich aus dem Funkkreis ab. Check. Boah. Tür. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auch so, sorry. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Oh, geht ja nicht mehr ran. Ich hab Victor vorhin zweimal weggedrückt. Was hast du denn? Hallo. Ey. Na? Alles gut bei dir? Ja, es klingt, als wärst du kaputt. Als würdest du rappeln. Ja, genau. Motor geschädigt. Ich glaube tatsächlich, dein Freund war ein bisschen gestresst und lustlos. Was? Wieso? Hab du ihn geärgert? Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, warum du immer bliblablub sagst. Ich hab mich schon gewundert. Ich sag bliblablub? Ja. Dann sag ich bliblablub. Ständig, das macht Klaas auch. Jetzt weiß ich nicht, wie das kommt. Ich habe mich schon gewundert, warum du das immer sagst. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall, von wem das kommt. Gut, das ist mir nicht mal selber aufgefallen, dass ich Ja, ja. ja, relativ gut. Häufig. Und er sagt das auch relativ häufig. Oh, du Scheiße. Oh mein Gott, warum gewöhne ich... Bei mir ist das tatsächlich aufgefallen. Warum gewöhne ich... Hä? Das ist mir echt nicht aufgefallen. Nein, ich weiß. Aber das passiert. Aber gut, ich glaube, das ist dasselbe wie damals mit dem Entschuldigung. Ja, okay. Aber wenn du natürlich einen Hang dazu hast, Sachen von Leuten zu übernehmen, dann, also, ne? Aber ich kann ja jedes Mal sagen, wenn du bliblablub sagst. Ja, aber ich sag das halt, also ich weiß, ich merke das halt doch, ja nicht mal. Du sagst das relativ häufig so rein in der letzten Zeit. Und ich habe halt überlegt, woher kommt das? Und heute habe ich es gehört in der Schulung, wer das kommt. Oh, verdammt.
Okay. So, ich kenne jetzt also ja, Vitalparameter und sowas, ja. Ja, ja, den ganzen Kram da. Mhm, schön. Ja. Du meinst, er war gestresst? Okay. Ja, nein, was heißt gestresst? Er war halt eher oft so, dass er so quasi im Reden gestöhnt hat. Weißt du, wie man das so macht? Wenn man so ein bisschen gestresst gelangweilt. Ich weiß es nicht. Wie ihn geärgert, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich fand ich es ganz angenehm. Vielleicht wurde irgendwas wieder gefunkt. Ihr habt ja den Funk nicht mitbekommen, ne? Nee, genau. Und der sagte auch immer, er hört dann auf zu reden, sagt, Entschuldigung, Funk. Ich sage, das Funkgesicht haben wir gestern schon mitgekriegt. Wenn man mit dem Satz aufhört, ist so, dann weiß man eigentlich Bescheid. Da kommt er, der Bliblablub. Bliblablub. Ja, ich muss aber eigentlich... Ich sag das immer, neuerdings. Und jetzt weiß ich wenigstens, von wem sie das hat. Ich wusste nicht mal, dass ich das sage, aber ist okay. Nehmt es mir nicht verübel, aber ich. Ja, du musst los, ich weiß. Ja, alles klar. Ja, vielleicht sehen wir und hören uns heute noch. Okay. Ja, tschüssi. Viel Erfolg. Sag ja, der ist im Stress. Ja, ich weiß, der hat ja jetzt auch eigentlich Besprechung. Ja, ja, deshalb haben wir auch keine Funkschulung. Ja. Sonst hätte er euch die auch noch gegeben, oder wie? Mhm. Ja, wird schon. Naja, da muss sie halt am Freitag irgendwie warten. Stimmt, du bist ja dann nicht mehr da, ja. Ja, nee, also das, ja. Ich meine, ich bin schon da, aber ich muss dann hier von zu Hause tatsächlich. Ja, ist okay. Ja, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, morgen ist er auch nicht da. Und dann, nee, und Freitag ist er nicht da. Ich weiß nicht, ich glaube, Dienstag auch nicht, also morgen. Mal schauen, keine Ahnung. Ich habe morgen Abend eigentlich Fahrsicherheitstraining. Ja, ich habe das schon gelesen. Was soll denn das sein? Weiß ich nicht, mit der Ambulance ein bisschen Spaß haben, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, wir geben Vollgas und bremsen dann, oder was? Ich weiß es nicht. Gucken, was alles nicht gesichert ist? Ich bin gespannt, tatsächlich. Aber ich finde es auch lustig, da steht ja drin, maximal 4 bis 5 Teilnehmer. Ich glaube, mittlerweile haben sich 6 oder 7 eingetragen, ne? Weil ich war eigentlich die Letzte. Oh oh. Mhm. Läuft ja, gut. Läuft Katze. Gut. Genauso wie bei der Kommunikationsschulung. Die ist ja auch begrenzt auf, ich glaube, 5 Teilnehmer, 5 oder 6. Da tragen sich auch immer mehr ein. Aber die ist halt, das ist halt auch ein Pflichtding, ne? Das Fahrsicherheitstraining und Feuerlöscher ist eher so, hier, bitteschön, kannst du gerne haben. Deswegen wird die auch tatsächlich nicht so oft angeboten. Ja, ich bin mal gespannt. Also eigentlich wäre ich ja heute auch, also ich bin ja extra früher gekommen, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich mit irgendjemandem mitlaufen, aber sie waren alle nicht so motiviert, glaube ich. Ich glaube, also, das liegt an der Hitze. Ja, das ist natürlich möglich. Zum Beispiel, wir waren ja jetzt auch gerade unterwegs und das PD steht ja schon seit über 4 Stunden mittlerweile, glaube ich, oben beim East Highway und kontrolliert mit einigen Leuten, mit vielen Leuten. Den haben wir auch erstmal dann Wasser gegeben, weil also irgendwie, ich verstehe auch nicht, wie man auf die Idee kommt, bei dem Wetter sich da draußen hinzustellen. Und zu sagen, oh ja, heute müssen wir das kontrollieren. Weißt du? Ja, ich muss mal eben ganz kurz telefonieren. Ach, telefonier du mal. Aiden hat mir gerade geschrieben. Aber warte, Ginny. Was wollen wir jetzt heute Abend eigentlich machen? Steht irgendwas an? Weiß ich nicht. Okay, ich rufe mal Ginny zurück. Telefoniert er nicht mit mir oder was? Den Bock auf dich. Ich hab doch keinen Bock auf mich. Ach so, ich habe jetzt übrigens fast alle Nummern. Das Problem ist, ich kriege sie nicht alle in eine Gruppe rein. Jetzt ist die Frage, wie wir das am besten machen, weil es fehlen in der Gruppe noch. Mich darfst du rausschmeißen aus der Gruppe. Ja, es wäre nämlich tatsächlich auch meine Idee gewesen, weil wir ja viel auch miteinander reden. Ja, schmeiß mich raus aus der Gruppe, das ist gut, dann klingelt mein Handy wenigstens nicht ständig. Weil ich weiß, also Angelina ist drin, Fia ist drin. Jen ist drin, Kim ist drin, Lia ist drin, Mandy ist drin, Theo ist drin. Das Ding ist, es fehlt halt noch Ella und Dina und Edith. Dina und Edith ist sowieso so eine Sache, man weiß nicht, wann sie wieder kommen. Dementsprechend, ja. Okay, habe ich vier auch gelöscht? Ich denke mal. Eigentlich nicht.
Wieso? Ja, weil ich nur Telefonnummern sehe, ist hinzugefügt, aber nur von Theo den Namen so. Sehe. Hä? Okay. Aber beim wurde hinzugefügt stehen auch nur die Nummern. Standardmäßig. Aber wenn du in die Gruppenübersicht gehst. Erst wenn die schreiben, dann tauchen die Nummern, also dann taucht der Name auf, wenn ich den abgespeichert habe oder was. Ja, oder halt wie gesagt, du gehst in die Gruppe selber und lässt dir anzeigen, welche Leute da drin sind. Welche Nummern? Kannst du ja auch. Kann ich das? Ja, du bist im Chat, gehst auf die drei Punkte und dann auf dieses Stiftsymbol. Ah, okay. Ah ja, da ist 4. Okay, jetzt sehe ich's. So, aber ich darf dich rausschmeißen, ja? Ja. Dann kick ich dich raus. Ja, alles gut. Das Ding ist, wollen wir uns eigentlich mal irgendwo anders hinbegeben? Ja, können wir sofort machen. Also bevor wir jetzt hier die ganze Zeit... Jetzt macht mich das aber irre, warum meldet er sich denn jetzt nicht mehr? Naja, egal. Vielleicht telefoniert er gerade oder so? Oder nee, besetzt es ja nicht. Auf Klo oder duscht? Ja, das kann sein. Weil der soll mich dann gefälligst mit nach Palito nehmen, wenn er dahin fährt. Ah. Kein Bock, allein zu fahren. Oh, ich habe hier heute in der Stadt, ist gerade ganz schlimm heute. Es ist echt nicht schön. Es ist zu drückend. Viel zu drückend. So, wollen wir jetzt hier stehen bleiben? Ja, ist halt die Frage. Soll ich dir was sagen? Ich brauche erstmal einen Kaffee. Oh, ich habe nur noch $5.11. Krieg ich dafür einen Kaffee? Ja, ich denke. Nee, für $5 kriegst du nix. Warte. Kriegst du auch nicht. Ich heiße doch ein Automat. Nein. Kann auch gleich gucken, was ich gestern verdient habe. Nein! Ach. Hehehehe. Ach, ja, kriegst du gleich wieder. Nein, lass mich. Wie lass dich? Zu viel Geld oder was? Wolltest du was loswerden? Ja, immer. Ich habe meinem Freund gerade eben beigebracht, wie man Tee kocht. Ist das nicht der Wahnsinn? Hi, Genie. Ja. Hallo. Du wieder da? Hallo, Lö. Ja, ich bin kurz zur Toilette. Ach so, ja, habe ich mir schon fast gedacht. So, hast du irgendwas geplant heute? Ja, noch nicht, ne. Klingst auch höchst motiviert. Ja, wie immer, ne? Ja gut, wenn du sagst, dass das immer so ist. Ja, weil Arizona und ich überlegen auch noch gerade. Oder, Arizona? Baylor's hat überlegen. Offen. Ne? Baylor's hat offen? Ja. Okay, dann müssen wir dahin. Dann das, Sollen wir uns dann dort treffen? Ja. Dann bis gleich. Bis gleich. Adieu. Tschö. Okay, wir müssen leider erstmal zu Bathers. Sag mal, habt ihr keine Mülltonne? Gib den Becher, Rick. Ich stell den jetzt einfach hier oben drauf. Da bist du eine Freche. Da steht eine Winkelkatze. Ja, aber die steht schon länger da. Die habe ich gestern schon gesehen. Ja gut, ich stehe hier vorne nicht so. Oh no. Eine Winkelkatze. Also, Bathers? Nee, was willst du da denn? Nicht eine kurze Hose, die haben kurze Sporthosen. Okay, weil ich würde tatsächlich erstmal gerne nach Hause fahren und mal gucken, wo mein Freund ist. Ja, dann sonst guck du, wo dein Freund ist und ich gucke, wo ich kurze, nicht Badehosen, kurze, Ja, du stehst auch in der Garage, oder? Ja, klar. Ja, dann. Ich denn sonst, ey. Mein Freund war auch sehr begeistert darüber, dass wir einzeln gefahren sind. Mhm. Warum? Wie, hä? Ja, weil ich war ja, wie gesagt, vorher bei ihm. Wegen dem Tee. Ach so, ja. Und dann hat er halt gefragt, so, ja, wie fahren wir denn jetzt, ne? Fahren wir einzeln? Drückst du? Gut. Ich drücke. Da habe ich gesagt, so, ja, es wäre halt am sinnigsten, ne? Weil er halt jetzt ja noch die Besprechung hat und so. Und ja, klang sehr begeistert von ihm, wirklich. Ja. Männer halt, ne? Was soll ich denn okay, machen? Okay, also die letzten zwei sind also für die Bikes und so, ja? Ja, würde ich behaupten. Ja, merke ich mir dann mal bei Gelegenheit. Wieso wolltest du da parken? Ja, weiß ich ja nicht, wenn ich mal mit dem Bike komme. Ach so, ja, aber das siehst du ja meistens eigentlich, wo die Bikes stehen. Genau. Manchmal stehen sie auch alle wie komplett bescheuert und kann sich einfach nirgendwo mehr dazwischen stellen. Das ist dann auch scheiße. Aber naja. Okay. Ja. Okay. Das heißt, du meldest dich dann? Ich melde mich, wenn ich weiß, was wir machen. Ob er überhaupt nicht weiß. Keine Ahnung. Ich bin mal wieder total. Ja. Okay. Gut. Gut, dann erstmal viel Spaß. Ja, danke schön. Bis gleich. Dann.
Söderle. Ist Höchstleistung, was mein Computer hier gerade wieder fabriziert, sag ich euch. Ist auch kommen, dass wir volle Kanone gegen ein parkendes Auto fahren. Fände ich irgendwie lustig, glaube ich. Aber irgendwie auch nicht. Zumi dann im MD landet. Und dann so, Lul, was tust du? Ich bin gegen ein parkendes Auto gefahren. Und dann auch noch ohne Helm. Ohne Helm, kurze Hose, top. Easy peasy. Schon mal erwähnt, dass ich echt nicht gerne fahre, wenn das so hart ruckelt. Ich kann ja mal eben schauen.
Ich hoffe, die schließen jetzt nicht. Das wäre ziemlich unpässlich. So. Tommy! Huh? Mein Gott, Genie, ich bin blind. Ich merke das schon. Ja, es ist gerade, ein bisschen. Hi. Hi. Wo ist Arizona? Die ist gerade noch zu Hause. Die hat eine SMS von ihrem Freund gekriegt und dann hat der Freund sich nicht mehr gemeldet und, ja, jetzt ist sie, mal schauen. Da kann ich mich anschließen. Geben Sie es arbeiten. Was soll ich dir sagen? Wo ich aufgestanden war, lagst du schon wieder unter der Bettdecke. Wow. Okay, wollen wir gucken gehen? Ja. Hattet ihr nicht auch mal Jogging-Sporthosen für Frauen? Also ihr habt jetzt nur diese Minzhosen und die blauen Fahnen und sowas. Hattet ihr nicht auch mal andere? Ah, okay. Könnte man sonst mal nachfragen gleich? Oder ich mache das gleich. Hier ist Lila bei. Ob die dann wieder reinkommen? Also falls sie jetzt irgendwie ein Muster hatten. Mhm. Genie, wo ist Lila? Jetzt die blaue Fahne ist ja komplett in blau. Genie? Das ist nicht so meins. Ja. Wo ist Lila? Da sind Hosen in Lila bei. Aber doch keine kurzen. Ja. Okay. Keine Ahnung, ob die lang oder kurz sind. Nee, die gibt's nur in schwarz und weiß. Aber auch Männerkleidung. Frauensachen. Ja, mach das. Ja, hier sind Frauensachen. Pass bitte auf. Mach ich. Wir die mal eben an. Ey, mich nervt das gerade so sehr, dass das so laggt.
Ja gut, also ich glaube, die muss ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Ich glaube, ich muss mal den Stream beenden. Das ist mir hier echt zu hakelig. Tut mir wirklich saumäßig leid. Aber die Aufnahme läuft. Also seht ihr trotzdem noch weiter. Danke, dass ihr da wart und bis dahin, bye bye. Okay, das kriegst du.